Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Nachtvorlesung nachgefragt. Hoffentlich kennen Sie unser kleines Internetformat schon. Jede Woche gibt es von uns für Sie das Wichtigste aus einer unserer vielen hanseatischen Nachtvorlesungen, die wir von Asklepios ja regelmäßig im Hamburger Raum für Sie halten. Und heute möchten wir Sie mit einem Klick richtig schlau machen, was das Thema Kniegelenkersatz angeht. Wie immer begrüße ich auch heute einen absolut kompetenten Experten an meiner Seite. Herzlich willkommen Dr. Ralf Gütschow, Chefarzt für Unfall-, Wiederherstellungs- und orthopädische Chirurgie in der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Gütschow, ich glaube, man kann sagen, heute ist das Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks absolute Routine für Sie. Können Sie uns mal Zahlen nennen, wie viele künstliche Kniegelenke in Deutschland im Jahr so eingesetzt werden? Also künstliche Kniegelenke werden nicht ganz so häufig eingebaut wie zum Beispiel Hüftgelenke, aber die Tendenz ist eindeutig steigend. Man hat im Jahre 2008 schon über 140.000 Knieprothesen implantiert. Man muss dazu allerdings auch sagen, dass im Jahre 2008 auch schon bereits 10.000 Prothesen wieder gewechselt worden sind. Mhm. Und wenn man sich das über die letzten 5-6 Jahre anguckt, dann muss man einfach sagen, es ist stetig steigend. Hat sicherlich was auch damit zu tun, dass die Bevölkerung zunehmend älter wird. Mhm. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass in den frühen Jahren ein zunehmend höheres Aktivitätsniveau betrieben werden, Freizeitsport und dergleichen. Und dass letztendlich auch der Leistungsanspruch und der Anspruch auch im Alter, eine möglichst hohe Mobilität beizubehalten, stetig wächst. Und insofern wird heutzutage immer häufiger die Frage gestellt, geht da nicht noch was, muss ich mich da wirklich mit abfordern? Ja. Warum ist es denn so, dass weniger Kniegelenke zurzeit noch eingesetzt werden als zum Beispiel Hüftgelenke? Wenn man sich das Gelenk anschaut, und Sie können das für uns vielleicht gleich noch ein bisschen erläutern, dann stelle ich mir das zumindest viel komplexer und somit auch anfälliger vor als zum Beispiel ein Hüftgelenk. Zum einen muss man sagen, dass also Hüftgelenksersatzoperationen in Deutschland natürlich aus vielerlei Indikationen durchgeführt werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie auch im Rahmen von hüftgelenksnahen Brüchen implantiert werden, zu einem nicht geringen Prozentsatz. Mhm. Und zum Zweiten ist die Historie der Hüftgelenksendoprothetik natürlich wesentlich länger und dementsprechend hat es auch eine wesentlich größere Verbreitung gefunden. Sie sprachen es schon an, letztendlich ist das offensichtlich ein bisschen komplizierter als ein Hüftgelenk. Ein Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk. Mhm. Da geht es letztendlich nur darum, im Prinzip eine Schale und einen Kopf möglichst in einem korrekten Drehzentrum wieder zu implantieren. Das Kniegelenk unterliegt wesentlich größeren Verschleißverformungen und letztendlich besteht auch das Problem der relativ geringen Knochenführung, der Problematik des Bandapparates, der Weichteilstrukturen, die das Kniegelenk stabilisieren. Und insofern ist dort Planung und Durchführung wesentlich komplizierter und aufwendiger und auch zeitintensiver. Aber sicherlich später begonnen mit der Knieendoprothetik als in der Hüftendoprothetik, ist das, wie ich schon sagte, mit einem deutlichen Zulauf verhaftet. Mhm. Und insofern sicherlich wird es nicht mehr lange dauern und es wird ungefähr gleich häufig gemacht werden. Können Sie uns zum besseren Verständnis, zur Anschaulichkeit vielleicht noch einmal dieses Modell eines Kniegelenks zeigen? Sie haben es ja da liegen. Also ich habe hier diverse Knochenmodelle mitgenommen. Zur Veranschaulichung des Kniegelenkes ist sicherlich dieses Modell mit am geeignetsten. Letztendlich muss man wissen, dass also das Kniegelenk, wie gesagt, kein Kugelgelenk ist. Es ist aber auch kein Scharniergelenk. Unter einem Scharniergelenk würde man verstehen, wenn ausschließlich eine Beugung und Streckung stattfindet. Mhm. Tatsache ist aber, dass das Kniegelenk in Bewegungsablauf unter der Beugung auch eine Drehung durchführt und gleichzeitig einen ganz leichten Vorschub. Und dass dieses alles letztendlich nicht durch den Knochen wegen der geringen Kontaktflächen gesteuert wird, sondern über hier durch Bänder innen und außen sowie durch Kreuzbänder hier innen drin abgebildet und durch die Muskulatur und die Kapsel geführt wird. Das heißt also geringe knöcherne Führung, aber sehr wichtige Weichterführung über Bänder und dergleichen. Zusätzlich gibt es im Kniegelenk als zusätzliche Stabilisatoren noch hier, ich habe Ihnen hier mal ein originäres Transplantat mitgebracht, Meniszi, das sind im Prinzip Knorpelscheiben, die hier in den Gelenkspalten mit drin sind und dadurch die Kontaktfläche zwischen Ober- und Unterschenkel verbessern und gleichzeitig das Ganze stabilisieren, geringeren Abrieb gewährleisten, bessere Versorgung mit Nährstoffen. Aber dementsprechend natürlich, auch wenn sie kaputt sind, eigentlich immer der Schrittmacher
eine Arthrose sind. Mhm. Das heißt also, was wir haben, ist letztendlich ein relativ komplex aufgebautes Gelenk, das zwei Problematiken hat, den Knochen und letztendlich die Stabilisatoren des Kniegelenkes. Und je nachdem, wo da der Wurm drin ist, resultiert daraus auch der Ansatz, was man unter Umständen machen kann. Mhm. Sie haben eben schon gesagt, ein sehr komplexes Gelenk. Unter welchen Umständen kann es denn oder kommt es am häufigsten zu Problemen? Also was sind so die häufigsten Gründe, weswegen ein Kniegelenk ersetzt werden muss? Also wir unterscheiden letztendlich die primären Arthrosen, wo eigentlich keiner genau weiß, warum das entstanden ist, ob da letztendlich einfach nur Knorpelabbau stattgefunden hat, ob letztendlich der Knorpel falsch aufgestellt ist, ob er letztendlich falsch ernährt gewesen ist oder wie auch immer. Von den sogenannten sekundären Arthrosen, das heißt dort, wo wir eine Ursache für die Entstehung detektieren können. Und eine der häufigsten Ursachen ist letztendlich, dafür nehme ich dann einmal hier, um das besser darstellen zu können, ein ganzes Bein. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist das so, dass der Mensch hat ein physiologisches X-Bein. Darunter verstehen wir, dass der Oberschenkel erst zur Mitte leicht hinläuft und der Unterschenkel wieder leicht nach außen läuft. Das ist bei der Frau aufgrund des Beckens, muss sie ja gebärfähig sein. Dementsprechend ist das Becken breiter, ist das X-Bein etwas größer. Man geht so auf 6 bis 8 Grad. Wohingegen der Mann mit einem schmalen Becken eben nicht ganz so ein großes X hat. Das kann aber auch mal sein, dass es ein O-Bein ist. Und am O-Bein versteht man, wenn im Prinzip der innere Gelenkspalt deutlich verengt ist und im Prinzip dementsprechend dann die Kraftlinie nicht mehr durch die Mitte des Gelenkes läuft, was optimal wäre, sondern durch den inneren Gelenkspalt. Und wohingegen beim X-Bein der Winkel größer ist und dementsprechend die Gewichtsverteilung bzw. die Kraftlinie durch den äußeren Gelenkspalt läuft. Und dementsprechend haben Sie nicht mehr eine homogene Verteilung der Kräfte auf beide Gelenkspalten, sondern ein Teil wird stärker abgenutzt als der andere, zumal wenn dann eine Drehbewegung stattfindet. Wird natürlich durchaus auch dadurch noch akzentuiert, wenn jemand eben doch leicht übergewichtig ist. Je mehr Kraft man draufbringt, desto stärker ist der Abrieb. Und je schlechter, und das geht ja meistens miteinander einher, wer sich wenig bewegt, ist dicker. Wer sich wenig bewegt, hat aber letztendlich auch schlechtere Muskulatur. Und ein muskulär schlecht geführtes Kniegelenk ist relativ instabil. Es wird mehr Gewicht draufgebracht. Es besteht eine höhere Abriebgefährdung. Und dementsprechend ist das ein Kreislauf, der sich eigentlich immer weiter verstärkt. Also es gibt einige Faktoren, wie man so einen Verschleiß zumindest verlangsamen kann. Sie haben das Übergewicht schon angesprochen, aber wenn es dann doch weiter gekommen ist, dass deutliche Verschleißerscheinungen zu spüren sind, in welchen Symptomen äußern sich die? Was merkt der Betroffene genau? Also meistens geht es in der Regel damit los, dass der Patient Schmerzen entwickelt. Und zwar, das ist das, was den Patienten dann irgendwann auch am ehesten zum Arzt treibt, dass jemand unter einer vermehrten körperlichen Arbeit hinterher Schmerzen hat. Das empfindet er noch als gewöhnlich, das darf sein, das ist klar, dann sieht er den Kausalzusammenhang. Wohingegen eine zunehmende Verschleißumformung des Gelenkes damit einhergeht, dass die Patienten auch gestörte Nachtruhe haben. Und wenn der Schmerz da ist, hat er ja meistens eine Ursache, es ist ein vermehrter Abrieb da gewesen, das Gelenk schwillt an, es wird dicker, es lässt sich schlechter bewegen, es tut weh und es kann dann auch überwärmt sein. Das heißt also, der Funktionsverlust bzw. die Funktionseinschränkung mit auch gestörter Nachtruhe, morgens ist das Gelenk wie eingesteift, man mag gar nicht rumlaufen, es dauert ein paar Schritte, bis es wieder einigermaßen flüssig geht. Das sind die Dinge, die den Patienten mit als erstes auffallen und dass sie ja Aktivitätsniveau einschränken müssen. Also Leute, die vorher zum Beispiel noch problemlos weite Strecken gelaufen sind, stellen fest, das geht nicht mehr. Einkäufe, die man früher problemlos getragen hat, können nicht mehr getragen werden, man muss mehrmals gehen. Treppensteigen wird zunehmend beschwerlicher. Die Patienten merken also, dass letztendlich ihr Bewegungsradius und ihre Leistungsfähigkeit zunehmend sich einschränkt. Dann kommen die Betroffenen zu Ihnen zum Beispiel, Herr Dr. Gütschow. Wie sichern Sie denn dann die Diagnose? Also was sind da für Untersuchungen vonnöten? Spielt die Anamnese eine Rolle? Wie läuft das ab? Also auch in dem Zeitalter der wunderschönen apparativen Diagnostik, der schönen Schnittbilddiagnostik, zugegebenermaßen gut verfügbar, auch gerade in Hamburg, aber letztendlich immer mit hohen Kosten verbunden, steht weiterhin eigentlich eine vernünftige Krankenerhebung, also Erhebung der Krankheitsgeschichte, als auch eine vernünftige Untersuchung im Vordergrund. Weil daraus kann man viele schon ableiten. Der Patient kann einem eigentlich sagen, wann tut ihm was, wo, weh.
Und daraus kann man dann schon die Idee entwickeln, worin das Problem eigentlich bestehen könnte. Denn nicht jeder, der Schmerzen im Kniegelenk hat, hat immer gleich eine Arthrose. Das können eben auch andere Dinge sein, wie Meniskusrisse. Das können im Prinzip leichte Knorpeleinrisse sein. Das können im Prinzip Schleimhautfalten sein, die irgendwo einklemmen. Das können Bandverletzungen sein. Also das Spektrum ist relativ groß, was es sein kann. Und man kann durch Befragen und Untersuchen eine ganze Menge herausbekommen. Wenn dann der Verdacht erhoben ist, dass dort wahrscheinlich das Ganze sich, ob im Verschleiß des Meniskus, Knorpels oder Knochens, sich der Grund für die Beschwerden wiederfinden lässt, dann kann man natürlich als nächste Diagnostik mal das Einfachste machen, man Röntgenpatienten und einfach mal zu gucken, wie sieht das Ganze aus. Mhm. Und da muss man dann eben unterscheiden, ob Sie zum Beispiel hier nur, wenn Sie den kleinen Abschnitt röntgen, dann haben Sie auch nur ein Ausschnittbild. Was aber eben gerade, ich sagte das vorhin schon, dass es im Prinzip ja auch Achsfehlstellungen gibt. Wenn Sie also wissen wollen, wie das Bein eigentlich von der Kraftverteilung her ist, dann müssen Sie das ganze Bein röntgen und das möglichst auch im Stehen. Weil wenn die Muskulatur oder die Bänder nicht in Ordnung sind, dann kann also ein Kniegelenk, das also im Liegen noch völlig normal aussieht, im Stehen eine deutliche Fehlstellung aufweisen. Und dementsprechend ist es immer wichtig, dass man das Ganze dann letztendlich auch unter Last macht. Wenn das Röntgen dann schon im Prinzip vermuten lässt, da ist irgendwo was nicht ganz in Ordnung, ist es zum Beispiel der Gelenkspalt zu schmal oder es sind schon Knochenanbauten, weil die Natur versucht, dieses Gelenk einzusteifen, wäre die nächste Stufe, dass man dann eben sagt, gut, dann versuchen wir mal in das Knie reinzugucken, ohne gleich hineinzuschneiden. Da besteht heutzutage die Möglichkeit, dass man im Prinzip eine Kernspintomographie macht. Eine Kernspintomographie ist eine strahlenfreie Untersuchung, deswegen ist sie auch zunehmend beliebter. Es gibt ja auch sowas wie ein Strahlenschutzgesetz, das heißt also nicht unnötige Strahlenbelastungen den Patienten zumuten. Und das MR ist je nach Fragestellung in der Lage, uns durchaus zu erzählen, wie sieht der Meniskus aus, wie gut sind die Knorpelüberzüge, gibt es irgendwelche Überlastungsreaktionen im Knochen, die sich zum Beispiel dadurch kennzeichnen, dass der Knochen an der Stelle, wo er vermehrt belastet ist, dann im Prinzip stärker durchblutet ist, also was viel belastet, viel bewegt wird, das ist im Kernspintomogramm immer mit einer vermehrten Blutanreicherung oder Knochenödem, im Fachjargon Bone Bruise bezeichnet. Das kann man da alles sehen. Aber das MR ist dann auch nicht die letzte Wahrheit. Es kann nur im Prinzip Anhaltspunkte geben. Und wenn man dann im Prinzip irgendwo vernünftige Ansatzpunkte dafür findet, dass da tatsächlich im Kniegelenk etwas nicht in Ordnung sein könnte, dann bleibt natürlich als letzte diagnostische Option auch heute noch die Möglichkeit, in das Kniegelenk hineinzugucken und sich die Oberflächen und die ganzen Strukturen visuell anzugucken und mit Tastinstrumenten auch abzutasten. Das ist die Kniegelenkspiegelung. Das ist dann die Kniegelenkspiegelung, die dann natürlich auch die Option offeriert, dass man letztendlich in dem Zusammenhang bei gefundenen krankhaften Veränderungen auch gleich etwas machen könnte. Steht aber eigentlich immer am Ende der diagnostischen Reihenfolge. Ist ja in dem Sinne auch schon ein richtiger Eingriff mit Narkose verbunden und so weiter. Ist das alles unter dem Stichwort Problemanalyse zusammenzufassen, diese verschiedensten Möglichkeiten, die Sie eben aufgezählt haben? Im Prinzip ist das darunter zu subsumieren, aber letztendlich, wenn man schon bei der Arthroskopie angekommen ist, hat man sich ja eigentlich schon entschlossen, dass man operativ vorgehen möchte. Letztendlich, wenn man den Verdacht hat und das Kernspin belegt das und eigentlich sind da keine schlimmen Befunde im Kernspin zu sehen, man sieht nur ganz einfach, es ist nicht mehr so gesund wie das normale Knie, dann kann man sicherlich auch erstmal, bevor man da reinguckt, im Prinzip anfangen, eine vernünftige konservative Therapie zu machen. Auch das sollte man in den heutigen Tagen nicht vergessen. Es muss nicht alles operiert werden. Man kann also durchaus versuchen, im Prinzip das Gelenk muskulär wieder zu stabilisieren, den Muskel aufzutrainieren. Es gibt Untersuchungen, dass das Einspritzen bestimmter Substanzen ebenfalls für das Kniegelenk vorteilhaft ist. Und viele Patienten sind darüber über Jahre dann noch nicht nur froh, sondern auch deutlich schmerzgelindert und kommen damit gut zurecht. Wenn dem aber nicht so ist und man in der Kernspintomographie tatsächlich schwerwiegendere Veränderungen sieht, dann ist man natürlich bei der Arthroskopie und die steht dann eigentlich mit dem Röntgen zusammen im Kernpunkt der Problemanalyse, weil es geht dann darum zu klären, ist es denn nur der Meniskusschaden, ist es tatsächlich eine Knorpelveränderung oder ist es eben der Achsfehler, der das Problem darstellt.
Eine konservative Therapie, die ja sicherlich wünschenswert ist, weil der Eingriff ja auch nicht mal so eben schnell auf die leichte Schulter zu nehmen ist, die ist aber ja mit Sicherheit nicht immer die richtige Lösung. Denn zum Beispiel, wenn der Knorpel zu sehr abgetrieben ist, geschädigt ist, den kann man ja im Gegensatz zu den Muskeln nicht einfach wieder auftrainieren, oder? Nein, den Knorpel kann man nicht auftrainieren, aber man könnte ihn gegebenenfalls wieder aufbauen. Das heißt also, wenn es tatsächlich so ist, dass man nur eine umschriebene Knorpelschädigung im Gelenk hat, dann ist ja heutzutage das durchaus möglich, dass man den Knorpel therapiert. Mhm. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also es sieht so aus, dass bei leichteren Veränderungen können Sie den Knorpel absichtlich verletzen. Sie können versuchen, Blutungen zu setzen, sodass der Knorpel durch einen Reparaturknorpel ersetzt wird. Das ist ein Faserknorpel, also kein regulärer Gelenkknorpel, der zwar nicht so gut ist, aber immer noch besser als ein Loch. Mhm. Das ist wie mit den Hamburger Straßen. Also das Frostloch ist sicherlich der schlechteste Zustand, die neue Asphaltdecke der beste und gemacht wird im Prinzip das Flicken. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Man ist also durchaus in der Lage, Knorpeldefekte zu flicken. Und das gibt es eben, indem man versucht, Faserknorpelbildung zu stimulieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie aus bestimmten Arealen des Kniegelenkes die verletzt sind und die sie dringend brauchen, da können sie den kaputten Anteil im Prinzip rausfräsen und dann besorgen sie sich aus Arealen, die sie nicht so sehr brauchen, weil dort keine Gelenkführung stattfindet. Dort können sie sich dann im Prinzip einen gleich großen bzw. leicht größeren Zylinder nehmen und den transplantieren sie zum Beispiel dann in den Defekt hinein, sodass im Prinzip der Patient sich selber guten Knorpel, der auch Gelenkknorpel darstellt, in die kaputten Areale spenden kann. Mhm. Und eine dritte Möglichkeit ist, wenn das Areal zu groß ist, das muss aber auch heutzutage immer noch mit den Krankenkassen geklärt werden, ob das übernommen wird, weil das ein sehr teures Verfahren ist, dass sie im Prinzip den Knorpel des Patienten anzüchten. Das ist also, müssen Sie sich so vorstellen, es wird bei einer Operation die Diagnose gesichert, es wird festgestellt, da kann man den Knorpel ersetzen und dann können Sie aus einem gewissen Areal, meistens hier von der Kante, gewisse Knorpelmengen im Prinzip mit einer kleinen Zange entfernen. Mhm. Die wird dann einer Firma zur Aufarbeitung gegeben und die produzieren dann im Prinzip körpereigenen und auch dem Patienten selber gehörenden Knorpel. Früher wurde es als Flüssigkeit geliefert, heutzutage kriegen sie das praktisch als kleines Schwämmchen und dieses Schwämmchen wird dann in den Defekt eingenäht. Und das ist heutzutage weit aus dem Bereich der experimentellen Chirurgie heraus. Das ist ein etabliertes Verfahren und viele Patienten, die wirklich umschriebene Knorpelschädigungen, meistens allerdings nach Unfallmechanismen haben, denen können Sie damit im Prinzip mit exzellenten Erfolgsaussichten im Prinzip etwas, ohne gleich das Gelenk ersetzen zu müssen, anbieten. Mhm. Wenn in dem Zusammenhang dann auch noch festzustellen ist, dass also gleichzeitig zum Beispiel die Beinachse falsch ist. Beim O-Bein zum Beispiel passen die Knöchel, wenn Sie die Beine gerade zusammenstellen, unten zusammen und die Knie weichen auseinander. Und beim X-Bein ist es genau andersrum, da sind die Knie zusammen und die Knöchel berühren sich nicht. Das wäre dann natürlich angezeigt, wenn Sie also irgendwo den Knorpel ersetzen und das ist in dem Areal, wo die Hauptdruckaufnahme im Kniegelenk ist, dass Sie das damit kombinieren, dass Sie im Prinzip die Beinachse verändern, nämlich dergestalt, dass Sie am Schluss, wie eigentlich von der Natur gewünscht, ein ganz leichtes X-Bein haben, aber weder ein ausgeprägtes X-Bein noch ein O-Bein. Mhm. Also ich glaube, das war vielen gar nicht klar, was Sie eben aufgezählt haben, dass es doch so viele gelenkerhaltende Therapiemöglichkeiten gibt, die Sie dann ja mit Sicherheit immer, wenn es möglich ist, auch anwenden. Aber da unser Thema heute das wirklich der Kniegelenkersatz ist, würde ich jetzt gern noch mal ganz genau wissen, was für Voraussetzungen sind da, damit wirklich Sie sagen, wir haben keine andere Wahl, als das Gelenk komplett zu ersetzen. Gut. Also einer der wesentlichen Punkte ist, es gibt eben viele Möglichkeiten, das zu vermeiden und zu verzögern, aber es gibt eben eine hohe Leidensbereitschaft bei vielen Patienten und die kommen dann letztendlich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Mhm. Und es geht gar nicht mehr anders, da findet man normalerweise bei der Spiegelung daneben, dass eigentlich überhaupt kein Knorpel mehr auf dem Knochen drauf ist, dass das Gelenk angefangen hat, im Prinzip unterschiedlich weite Gelenkspalten zu entwickeln, Knochen ist verbraucht worden, ist abgebaut worden unter dem vermehrten Abrieb. Daraus resultieren dann, dass letztendlich auch die Bandspannungen nicht mehr stimmen. Also wenn Sie sich das mal so vorstellen, das ist ein korrektes Knie und wenn Sie da versuchen, das aufzubiegen, dann stellen Sie fest, dass immer eines der Seitenbänder sich anspannt. Mhm.
Wenn jetzt der Verschleiß fortschreitet, dann haben Sie auf der Seite, wo es fortschreitet, einen stetigen Substanzverlust. Das heißt, es wird immer mehr Knorpel verbraucht. Das ist genauso wie mit einer Bremsscheibe. Wenn Sie viel bremsen, dann geht irgendwann Höhe verloren und dementsprechend wird das Knie immer krummer. Mhm. Und auf der Seite wird dann letztendlich auch das Band immer lockerer und auf der anderen Seite wird es immer strammer. Das heißt also, unterm Strich sieht es dann so aus, dass was einen Kniegelenkersatz nötig macht, ist die fortgeschrittene Fehlstellung des Gelenkes, der hochgradige Verschleiß, der sich durch andere Maßnahmen nicht mehr beseitigen lässt. Und letztendlich auch die zunehmende Achsfehlstellung und in dem ganzen, in der gesamten Konstellation auch die deutliche Einschränkung der Beweglichkeit. Und spätestens, wenn ein Kniegelenk sich nicht mehr richtig krumm machen lässt, die Patienten nicht mehr sitzen können, die Patienten schon fast beim Autofahren das Problem haben, dass sie eigentlich nur noch mit ausgestreckten Beinen sitzen können, dann ist es höchste Zeit, dass man sich damit beschäftigt, einen Teil des Gelenkes oder das ganze Gelenk zu ersetzen. Mhm. Und wie viel Gelenk man ersetzen muss, das hängt dann davon ab, welcher Schaden im Prinzip vorliegt. Mhm. Ist das gesamte Gelenk aufgebraucht? Oder wenn man sich das hier anguckt, hier wäre jetzt zum Beispiel nur ein kleines Areal verbraucht. Dort könnte man natürlich dann zum Beispiel auf die Idee kommen, genauso wie wenn das andere alles super ist, natürlich auch auf die Idee kommen könnte, dass hier mit Knorpelzylindern oder mit autologen Knorpelzelltransplantation zu beseitigen. Oder aber man macht eben so eine kleine Knopfprothese. Das heißt also, es wird nur das Areal ersetzt, das auch wirklich tatsächlich fortgeschritten geschädigt ist. Mhm. Etwas Ähnliches geht letztendlich auch in den Bereich der Kniescheibe. Also wenn sich jetzt nur im Prinzip hier die Gleitrinne für die Kniescheibe verändert hat, dann können Sie selbstverständlich auch dieses ersetzen und dann an die Kniescheibe, an die Rückfläche ein Kunststoffschild anbauen, sodass dann wirklich nur das verändert wird, was tatsächlich krankhaft verändert ist. Immer vorausgesetzt, ansonsten stimmt mit der Beinachse und der Beweglichkeit alles. Mhm. Wenn Sie doch das ganze Gelenk ersetzen müssen, dann ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den Sie als Ärzte vorher durchgehen, die sogenannte Risikoanalyse. Das habe ich gelesen. Was ist das genau? Also man muss davon ausgehen, wie viel Therapie verträgt der Patient eigentlich. Das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, sind Maßnahmen, die sind mit einem ausgesprochen diskreten Blutverlust einhergehend. Da sind relativ geringe Narkose- und Operationszeiten zu erwarten. Dementsprechend ist der Stress für den Patienten deutlich geringer, weil insgesamt die Operation nicht so extrem belastend ist. In dem Moment, wo man dann sich entscheidet, eine wirkliche Knieprothese einzubauen, da gibt es unterschiedliche, es gibt Schlittenprothesen, komplette Oberflächenersätze. Es gibt, wenn das Knie extrem instabil ist, auch die Möglichkeit, dass es gekoppelte Prothesen sind. Das wird immer größer, der Knochenverlust wird immer ausgiebiger, die Operationszeiten steigen, der Blutverlust steigt. Mhm. Und letztendlich wird dann auch die Rekonvaleszenz, die Nachbehandlung immer beschwerlicher und es sind meistens Patienten, die sind nicht gerade jung, sondern die sind durchaus bis 80 und älter. Und dementsprechend muss man natürlich genau gucken, und das macht man eben im Rahmen einer Risikoanalyse, welche Risiken bringt der Patient mit seinen Begleiterkrankungen seitens des Herzens, der Nieren, der Lungen dann eigentlich mit? Und würde er einen Blutverlust in dieser erwarteten Größenordnung im Prinzip problemlos überstehen? Mhm. Kann er eine 2- bis 3-stündige Operation problemlos überstehen und wird er hinterher auch in der Lage sein, die mit der Wiedererlangung der Gehfähigkeit einhergehenden Strapazen gut zu kompensieren und wird er dann am Schluss auch wirklich davon profitieren? Also es macht keinen Sinn, jemand in ein steifes Kniegelenk eine Knieprothese einzubauen, der eigentlich mittlerweile so alt ist, dass er auch aus Schwächegründen heraus sowieso nur noch im Rollstuhl sitzt. Mhm. Da tun Sie den Patienten keinen Gefallen. Das heißt also, Risikoanalyse ist das Abwägen des Nutzen gegenüber den Problemen, die mit der Behandlung einhergehen. Wie geht es denn nach der Operation weiter? Die Patienten sind ja sicherlich eine Weile bei Ihnen in der Klinik. Dann gibt es eine Reha. Wie ist da der Ablauf? Da es sich um einen geplanten Eingriff handelt, kann man mit dem Patienten eigentlich im Vorwege eine ganze Menge besprechen. Mhm. Tatsache ist, während bei der Hüftendoprothese die Patienten eine extrem kurze Rekonvaleszenz eigentlich haben, weil es auch ein relativ unproblematischer Eingriff ist, sieht es so aus, dass beim Kniegelenk eigentlich die Probleme etwas ausgeprägter sind, weil sie letztendlich nicht nur eine Knochenoperation wie an der Hüfte durchführen, sondern letztendlich auch eine ausgeprägte oder unter Umständen ausgeprägte Weichteiloperation
durchführen müssen. Sie müssen ja dafür sorgen, dass in Beugung und Streckung der Gelenkspalt absolut identisch ist und die Bandführung völlig korrekt ist. Und dementsprechend brauchen die Patienten nach einer Knieoperation deutlich länger, um ihr normales Aktivitäts- oder gewünschtes Aktivitätsniveau, die wünschen sich ja mehr Aktivität als vorher, zu erreichen. Darin ist sicherlich auch begründet der Umstand zu sehen, dass die Zufriedenheit nach Hüftendoprothesen 10-15% höher liegt als nach Knieendoprothesen, weil es erstens komplizierter ist, zweitens länger dauert und so der eine oder andere Patient im Verlauf der Nachbehandlung dann irgendwann einfach auch die Motivation langsam einbüßt, weil er sich das ein bisschen anders vorgestellt hat. Und dementsprechend ist es auch extrem wichtig, in den Vorgesprächen darauf hinzuweisen, dass eine Nachbehandlung, bis der Patient wirklich seine Zufriedenheit erreicht, schon auch mal bei 6 Monaten zu sehen ist, wohingegen bei Hüftprothesen eigentlich nach 3 Monaten die Patienten ihr Endergebnis erreicht haben. Zur Behandlung gehört dann auch immer nach der Operation die Reha. Wer meint, ohne eine Reha auszukommen, der wird meistens eigentlich deutlich länger in der Nachbehandlung brauchen, weil eine so intensive Nachbehandlung der Muskulatur, der Beweglichkeit, der Abschwellungsmaßnahmen wie Lymphdrainage, Kühlung und dergleichen, das ist nicht dadurch zu gewährleisten, dass man 1-2 Mal in der Woche zur Physiotherapie geht und ansonsten einfach unter Schmerzen versucht zu laufen, sondern es erfordert eine tägliche Behandlung mit mehrmals täglichen Behandlungsintervallen. Wie sieht es mit der Revision aus, Herr Dr. Gütschow? Sie haben es ganz am Anfang schon mal angesprochen. Natürlich jedes Gelenk, was durch eine Prothese ersetzt wird, auch die Prothesen sind ja von Verschleiß nicht gänzlich verschont. Also wie lange kommt man in der Regel mit einem Kniegelenk aus? Unter welchen Umständen muss auch dieses dann irgendwann wieder ersetzt werden? Also das Problem der Knieendoprothetik besteht darin, dass Sie bei der Primärimplantation die richtige Wahl treffen müssen. Und die Prothese, es gibt Prothesen, die sind ganz stabil, damit ging das ja früher auch mal los. Da war man unter der Idee, das ist ein Scharnier, deswegen gab es ursprünglich mal eine Scharnierprothese. Die war sehr rigide, entsprach aber eigentlich nicht der Bewegungsphilosophie des Kniegelenkes, weil es ja eine Rollgleitbewegung ist, die das Knie durchführt und keine reine Scharnierbewegung, dementsprechend lockerten die aus. Dann gab es daraufhin später Knie, die gleichzeitig noch eine leichte Drehbewegung zuließen. Das waren die sogenannten Rotationsknieendoprothesen, lange Zeit eingebaut, von der Endoklinik entwickelt. Und heutzutage versucht man eben keine gekoppelten Prothesen mehr einzubauen, sondern versucht so etwas wie dieses hier im Prinzip eigentlich nur die Oberflächen zu ersetzen. Aber Sie sehen, dass im Prinzip dieses Kniegelenk in keinster Weise miteinander verbunden ist, also die Komponenten. Das heißt also, hier findet die Stabilisierung darüber statt, dass die Seitenbänder intakt sein müssen und dass entweder das hintere Kreuzband intakt ist oder wenn das hintere Kreuzband nicht intakt ist, ein spezieller Polyethylenaufsatz benutzt wird, der ein übermäßiges nach vorn und hinter Gleiten der Kufe verhindert. Und dementsprechend sieht es so aus, dass also das Kniegelenk oder die Implantation einer Kniegelenksprothese davon lebt, dass sie hinterher stabile Bandverhältnisse, eine korrekte Beinachse und einen in Beugung und Streckung identischen Gelenkspalt hinterlassen. Wenn irgendetwas davon nicht stimmt, also zum Beispiel über Beugung und Streckung ist der Gelenkspalt unterschiedlich, dann werden Sie natürlich, wenn Sie in die Beugung reingehen, auf der einen Seite des Gelenkes einen vermehrten Druck entwickeln und dann haben Sie einen unterschiedlichen Abrieb zwischen dem harten Metall und dem weicheren Polyethylen. Und Polyethylenabrieb, das wissen wir aus der Hüftendoprothetik, ist der Schrittmacher der Lockerung. Das heißt also, die Standzeit der Prothese hängt eigentlich davon ab, wie gut und wie korrekt ist die Prothese eingebaut worden. Deswegen nochmal der Hinweis darauf, das ist eine planbare Operation. Dazu gehört eben zu messen, wie sind die Achsen im Bein. Und wenn man es dann ganz genau haben möchte, kann man, das ist zwar ein bisschen strittig, ob es wirklich viel besser ist, aber man kann solche Prothesen auch navigiert einbauen. Das heißt also, man kann einen Computer zur Hilfe nehmen, um zu überprüfen, ob die gewählten oder gewünschten Schnittachsen der ursprünglichen Planung tatsächlich entsprechen und welche Folgen das im Prinzip für die Beweglichkeit des Kniegelenkes hat. Das wird selbstverständlich immer vom Operateur mit seiner Erfahrung überprüft, weil es wie mit einem Navigationssystem, das schlägt Ihnen ja Wege vor, von denen Sie als Ortskundiger manchmal wissen, das ist Blödsinn. Das stimmt. Heißt das denn, wenn Ihre Planung wirklich bestmöglich durchgeführt ist und so umsichtig und in die Zukunft gerichtet, wie es nur geht, dass eventuell keine Revision erfolgen muss?
Nein, das hängt mit dem Alter des Patienten zum Zeitpunkt der Erstoperation zusammen. Aber Sie können heutzutage auch in der Knieendoprothetik Standzeiten, so heißt das nun mal bedauerlicherweise, von solchen Prothesen von 15 Jahren in weit über 80% erreichen. Das heißt also, wenn Sie jemand mit 50 eine Knieendoprothese implantieren, müssen Sie ihm sagen, dass er irgendwann auch noch eine zweite bekommt. Wenn Sie das bei jemandem mit 75 machen, da steht das natürlich im Raum, ob der noch eine zweite Prothese braucht, so sie dann korrekt implantiert ist. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, Herr Dr. Gütschow, mit einer Kniegelenkprothese, inwiefern oder ist man überhaupt bewegungstechnisch eingeschränkt? Sollte man bestimmte Belastungen, bestimmte Sportarten möglicherweise meiden, damit eben die Prothesen so lange wie möglich halten? Ja, im Prinzip muss man sich darüber im Klaren sein, dass eine Knieendoprothese eigentlich bildlich gesehen eine innere Amputation der Oberflächen darstellt. Und sie haben unterschiedliche Gleitpartner, die eben im Prinzip nicht sich regenerieren können. Mhm. Das heißt also, alles, was sie dort an mechanischen Kräften einleiten, müssen im Prinzip diese Komponenten miteinander ausgleichen. Und da sie eine harte mit einer weichen Komponente kombinieren, bedeutet es immer, dass sie in irgendeiner Weise schon irgendwann einen Abrieb bekommen. Und das ist hier auch eine ausgebaute Prothese. Und wenn man sich die in der Größenaufnahme angucken würde, würde man feststellen, dass hier im Prinzip das mehr abgerieben ist als auf dieser Seite. Ja? Und insofern ist alles das, was im Prinzip einen vermehrten Abrieb oder eine vermehrte Krafteinleitung bedingt, etwas, was sicherlich die Standzeit verkürzt. Dementsprechend darf man eigentlich nicht dem Patienten raten, dass sie mit einer Knieprothese zum Beispiel anfangen, joggen zu gehen. Bei Joggen, zumal wenn jemand die Technik nicht wirklich gut beherrscht, ist ja nichts anderes als ein repetitives Einstauchen. Das heißt, das ist im Prinzip immer eine Druckbelastung und das kann nicht gut sein. Genauso wie man natürlich auch sagen muss, Skifahren ist auch nicht das Optimale mit einer Knieprothese. Das heißt, alles das, wo Sie also kräftige Krafteinleitungen haben, wird mit Sicherheit die Standzeit der Prothese verkürzen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, es geht mit kleinen Prothesen los und jedes Mal, wenn Sie eine rausholen, ist die nächste mit Sicherheit größer. Das ist wie, wenn Sie zu Hause ein Fenster haben, bauen Sie es aus. Das nächste Fenster ist ein Tick größer. Sehr anschaulich zum Schluss. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Gütschow, für die Information. Danke Ihnen. Ja, gern geschehen. Liebe Zuschauer, das war Nachtvorlesung nachgefragt für dieses Mal. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Informationen aus unserem Gespräch mitnehmen können. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, vielleicht auch über die ein oder andere Erkrankung, dann empfehle ich Ihnen einen Klick auf unsere Internetseite. Die lautet www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Dort finden Sie eine mittlerweile sehr groß und stattlich angewachsene Liste von allen möglichen anderen Sendungen, die wir zu anderen Erkrankungen schon mal für Sie aufgezeichnet haben. Sie können sich da ganz nach Lust und Laune durchklicken, alles anschauen, was Sie interessiert, und darüber hinaus finden Sie dort auch eine Liste, eine Veranstaltungsliste, wann, wo und zu welchem Thema demnächst mal wieder eine hanseatische Nachtvorlesung stattfindet. Anfangs habe ich es gesagt, eine schöne Veranstaltung, die Sie kostenlos besuchen möchten und deswegen sehr zu empfehlen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.